so aktuelles LaTeX schneiden mit dem alten Bandrechner. Wie erstmal finden, einfach Suchleiste mal eingeben, Zwille Bandrechner, dann macht man so, ja, habe ich ja schon mal, muss ja vorbereitet werden, alles gemacht. Man klickt eigentlich so auf den ersten Link, ist ein YouTube-Video, muss man aber auch nicht unbedingt angucken. Wir gehen lieber in die Beschreibung, scrollen da etwas runter und da findet man einen Link zu Google Drive und den öffnen. Ja, jetzt ist die ganze Sache etwas groß und unübersichtlich da drin und ihr könnt es da nicht bearbeiten, weil sonst werden Werte geändert, die nicht so gut sind. Also oben rechts aufgemacht und ganz oben in der Leiste ist Download. Mal ist angezeigt, ich habe es mal runtergeladen und jetzt auf dem PC, weil es da übersichtlicher, Schleuderbandrechner. Das Ding ist ein paar Jahre alt, es gab noch einen Vorgänger, da war noch auf GV Basic. Da rechts die alten Sachen mit Terraband und ähnliches und die verschiedenen Farben, wo auch die dicken, die alten dicken noch drin sind, ist unwichtig. Da unten nochmal eine ganz tolle Beschreibung, wie was ist. Könnt ihr euch durchlesen, gehen wir mal hoch. So, jetzt haben wir verschiedene Felder. Da jetzt mal anklicken und das erste war jetzt die Bandlänge, die geschnitten wird. Steht rechts, ganz rechts bei dem kleinen Bandlänge ist die Auszugslänge geteilt durch 5, muss man bei jedem LaTeX wieder gucken, aber wir wollen es jetzt einfach mal so grob haben. Dann habt ihr da noch das Kugelgewicht. Ich habe jetzt 2,2 Gramm, die Pullkappenkugeln von Kugelwinnie. Ich habe noch ein paar und halt die LaTeX-Dicke. Dem Rest unten drunter nichts eingeben. So, jetzt habt ihr in der Spalte da verschiedene Banddicken und rechts dann die vorausgehende Geschwindigkeit. Ich habe jetzt extra mal einen kurzen Auszug genommen, also ich habe 78 cm geteilt durch 5, werden dann 15,6 von der Bandlänge. Wir wollen ja mal schnell haben, jetzt aber allerdings nicht zu breit, nicht, dass wir es falten müssen. Also nehmen wir die zweite Spalte von unten, 19,9 an der Gabel und 9,9 an der Pouch und ein Band oben drüber ein bisschen schmaler, also grob gesagt ist es ja ein 20x10. Das 20x10 wird 75 Meter die Sekunde und das schmalere, was wir schneiden, wäre nach dem Bandrechner 71 Meter die Sekunde. Da ist jetzt die Frage, haben wir das? Eieieiei, noch nicht weit genug geschnitten gehabt. Haben wir diesen Wert jetzt wirklich oder ist das aktuelle LaTeX, das ist jetzt ein GCK, vorher die Dicke gemessen, habt ihr beim Bandrechner gesehen, 0,62 angegeben, oder sind die so viel schneller, dass wir es eventuell schmaler schneiden können. Deswegen einmal ein 20,10 und einmal ein 16,8. Aber jetzt raus in die Praxis. So, hey Gude, endlich draußen in der Praxis. Jetzt können wir die beiden Bänder mal testen. Hier das 20,10er, da das 16,8er. Hauen wir über das Chroni, gucken, ob die Geschwindigkeiten noch stimmen, die da sind, beziehungsweise eigentlich müsste und sollte es ja schneller sein. Und dass ihr das auch ein bisschen mehr einschätzen könnt, ballern wir da mal auf die Weißblechdose, um zu gucken, also nochmal Ravioli-Dose, jetzt als Hundefutter, um zu gucken, was für einen Widerstand hat es. So, 20,10. 156 mm effektive Länge. Ich mache es jetzt mal, wie die Chinesen machen. Verheddert. So rum ist besser. Ja, ich halte es hier mal am Ankerpunkt und gehe dann nach vorne, weil hier ist Ende. Da kann ich noch ein Stückchen weiter bis dahin ziehen. Da wäre Schluss. So. 78,8. 78,8. Fehlt mal ein anderes Handy, um da ein Foto machen zu können. Aber wir können es ja dann mal einblenden. Danach. So, nochmal. 74,6. Das war jetzt so ein Ziehen, halt, Spannen, kurz anvisieren und halten. Machen wir nochmal einen ganz schnell. 77,3. Jetzt habe ich die Zahlen gar nicht aufgeschrieben. Und einmal länger halten. Jetzt auch eng mit meinen Kugeln. Da, Bieler 2023 T-Shirt. Eine Dose mit Löchern drin. 21, 22, 23. 75,9. Also eigentlich ein Touch schneller. Was macht das jetzt mit der Dose? Muss ich umbauen. Müssen wir umbauen. Tja, da ist die kleine jungfräuliche Dose. Machen wir den Hund da mal weg.
Ich bin jetzt hier direkt davor, dass man es besser sieht. Kugelchen rein. Richtig ausrichten. Spannen und mal gleich lösen. Schutzbrille aufziehen. Und dann sieht die Dose so aus. Ist da ein großes, dickes, wo sieht man es da, Einschussloch. Und das war's, wenn wir den halten. Drehen wir die Dose andersrum. 3 Sekunden halten. Geht das Ding auch rein und ist da drin. So, da. So, jetzt mal das andere Band. Ja, jetzt haben wir das schmalere Band. Das sollte nach dem Bandrechner, was ich glaube, 71 Meter die Sekunde haben. Wenn die Bänder jetzt effektiver sind, könnte bei jedem wieder ein bisschen anders sein. Wäre es ja nicht schlecht, wenn es jetzt 75 Meter Sekunde hätte, um dazu zeigen, ja, die neuen sind okay, aber so groß ist der Unterschied ja gar nicht. Probieren wir es mal aus. Bin selber gespannt. Ein bisschen weiter rumdrehen. Ich glaube, wenn ihr genau hinguckt oder sowas, könnt ihr den Wert dann auch ablesen. 71,8. Ich glaube, so schlecht. So schlecht ist der Bandrechner gar nicht. Selbst bei den aktuellen Bändern. Kann man das Ding noch immer nehmen? 74,3. Also ein riesengroßer Unterschied. Ja, ich würde doch sagen, man kann den ein bisschen schmäler schneiden. Jetzt halten wir mal richtig 3 Sekunden und dann lösen wir mal ganz schnell. 70,5. Gleich gelöst. 78,5. Einen haben wir noch. So, ich hatte vorher allerdings schon mal ein paar Messungen gemacht. Die hätte ich löschen müssen. Ach, Durchschnittsmessung. 76,5. Messung 7, 78,8. 74,6. 77,3. Das war es von den dicken Bändern. Das war jetzt die von den dünneren Bändern. Und so weiter. Ist egal. Wir gucken nochmal. Was macht jetzt so ein dünnes Bändchen mit der Dose? So, Dose, die Seite hatten wir. Machen wir mal da. Und das Ganze machen wir jetzt mal im Highspeed. Gucken, ob ich es hinkriege. Slow Motion. Na, Kügelchen, wann kommst du? Da hat man einen rechten Strich gesehen. Bupp, Papier durchschlagen. Und jetzt sieht es eigentlich so aus, als wenn die Kugel durchgegangen wäre. Vielleicht ist die durch ein anderes Einschussloch raus, weil die hinten schön eingeschlagen ist. Hätte ich mir nochmal genauer angucken müssen. Naja. So, Slow Motion. Ich hätte das Papier abmachen sollen. Gab da halt eine Delle, keinen richtigen Durchschuss. Einschuss, wie mit dem anderen. Gucken wir mal, was auf 10 Meter mit der Dose passiert. So, 10 Meter schnell. Jetzt muss ich unter meinem Apfelbaum da durchschießen. Wo ist er? Da. Dieses weiße Ding ist die Dose. Ich hätte das bloß üben sollen mit der Schleuder. Ich kenne die nicht, ich werde das bestimmt vorbeiballern. Dann schneide ich das nachher und mach das mal rein. Ihr macht eine Schutzbrille drauf. Da ist doch viel zu hoch. Da ist das Kroni momentan drauf. Ja, meine Catchbox, die normalerweise da auf dem Ständer ist, der Grill.
Nur weil es euch wundert, was hier so alles rumsteht. So, jetzt Papis natürlich. Kugel wieder reinmachen. Mit hier unten einfach gehalten und gespannt. Kugel war viel zu hoch. Also wenn sie hier zu hoch ist, muss ich hier jetzt höher gehen, weil wenn ich mit der Zwille weiter runter gehe, kann ich hier über den Punkt nicht mal drüber peilen. Das machen wir jetzt so lange, bis wir die doofe Dose mal treffen. Vorher war ich hier, jetzt gehe ich nach hier. War noch immer so ein Stückchen zu hoch und ein bisschen zu weit links. Ich bin halt Half-Butterfly-Schütze. Muss mich darauf jetzt einschießen, so wie jeder andere auch. Oh, muss ich mal neue Kugeln holen? Ja, ich muss mir jetzt hinknien, dass ich, wie gesagt, unter dem Baum durchkomme. Oh, hier liegt nur eine kleine. Edelstahlkugeln sind schön, die rosten halt nicht. Ich schneide jetzt mal den Treffer, bis zum Treffer. Treffer versenkt. Ich habe mal das Düdelchen geholt. Genau da in dem Kreis war der Treffer. Ich bin froh, dass ich es überhaupt getroffen habe. Und halt kleines Dellchen. 70 Meter die Sekunde, also wenn ihr sowas habt, habt ihr 70 Meter die Sekunde. Ich reiz' trotzdem, ich probiere da nochmal ganz schnell, ob ich da nicht das breitere, das 2010er wieder drauf mache und da nicht den richtigen Einschuss kriege. Fazit ist bis jetzt, also mit dem kurzen Auszug und dem aktuellen Latex. Hier, das kann ja wieder ein bisschen anders sein. So sehr veraltet ist der Bandrechner noch gar nicht. Zumindest zeigt er so, dass... Andersrum drehen. Zeigt also ein bisschen Werte an, wie viel Geschwindigkeit ihr wahrscheinlich erreichen könnt. Was anderes soll er ja nicht machen, bei was für einem Zuschnitt. Und deswegen ladet ihr euch ihn runter. Ändert die Werte, gebt eure Sachen ein und spielt damit ein bisschen rum. Ich mache jetzt nochmal Dosenschuss. Oh, ich hoffe, dass man das dann eventuell richtig sieht. Wenn ich den noch ein bisschen nach da mache. Achtet nicht auf meine Hobbitsfüße. So, im Highspeed-Aufnahme mal da treffen. Ja, ein bisschen anders positionieren. Es wurde jetzt extra bewusst ein kurzer Auszug genommen, was die Anfänger üblicherweise so nehmen. Um da auch mal zu gucken, okay, kann der Bandrechner da noch eine Hilfe sein oder sind die Unterschiede zu groß? Was mich jetzt überrascht hat, war die Spanne zwischen Schuss und Schuss, dass da so ein riesen Unterschied ist. Aber eigentlich kann man nur sagen, hier Jungs, selbst für aktuelle Bänder, der Bandrechner reicht so aus. Klar, er ist nicht absolut genau, aber so grob gar nicht schlecht.